Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Einen wunderschönen guten Morgen. Für mich ist nämlich gerade noch morgen. Weil ich gemerkt habe, ich brauche noch eine Grounded-Folge. Und deswegen muss ich die jetzt mal ganz fix noch aufnehmen. Ich überlege gerade, wir wollten scheinbar bauen. Konnte mich jetzt null vorbereiten. Deswegen, die Stimme ist noch tief. Es ist früh am Morgen. Für mich. Ich würde mich jetzt erstmal dem fügen und das machen, was mir angezeigt wird. Bauen. Das, was jeder mag. Ich weiß, dass wir die Hecke haben wir abgeschlossen. Muss mal ganz kurz gucken. Das Mikro läuft, die Aufnahme läuft perfekt. Wir haben die Hecke abgeschlossen. Ist bloß die Frage, waren wir schon bei dem fahrenden Mülleimer? Ich glaube nicht, ne? Sollten wir das vielleicht mal in Angriff nehmen? Ach komm, wir gucken mal zu dem laufenden Mülleimer. No? Und danach können wir ja immer noch ein bisschen weiter bauen. Ich überlege gerade, gibt es was zu reden? Ach, eigentlich ganz viel. Irgendwas, was spannend wäre für euch. Eigentlich ja. Aktuell. Das ist meine Fliege. Komm schon. Fliege. Ah, es ist früh am Morgen. Das Aim sitzt noch nicht. Eigentlich ja. Aktuell habe ich wirklich ein bisschen zu tun, die Aufnahmen alle hinzukriegen. Aber was heißt hinzukriegen? Aber ich habe ja mit Conan und Grounded angefangen. So als Langzeitserie. Und der Conan ist jetzt mittlerweile im Stream relativ oft vertreten. Und ich habe mich echt schwer getan, das irgendwie in Videos zu verpacken. Na, also eigentlich waren die Videos ja immer uncut. Das ist dann bloß das Problem im Stream. Wenn ich jetzt ein Video hochlade, wovon ich 5 Minuten auf den Chat gucke und wir da fachphilosophieren, ich glaube nicht, dass das so spannend ist. Deswegen habe ich mir dann überlegt, okay, fange ich ein bisschen mit dem Cutten an. Also so. Na. Ich wollte gerade unbrauchbar sagen, aber ja, kann man sagen, solche unbrauchbaren Szenen wie 5 Minuten im Chat, wo eigentlich nicht viel passiert, rauszuschneiden. Außer es ist was Lustiges, naja, es kommt natürlich rein. Ressourcenfarm zum Beispiel habe ich jetzt auch versucht zu kürzen. Ein wenig. Beziehungsweise Laufwege. Weil ansonsten, ich habe aktuell nicht das Gleichgewicht gefunden von. Ich krieg die Folgen unter einen Hut. Zeittechnisch. Also auch uploadtechnisch. Und ich hätte zu viel. Das sind gerade so die Sachen, weil die Cone-Folgen stapeln sich gerade. Also ich bin jetzt nach, ich glaube, was muss kurz überlegen, das müsste Samstag gewesen sein oder Sonntag. Da waren es ja fast 6 Stunden Conan. Und wenn ich da 20 Minuten Folgen raushaue, oder sei es bloß eine halbe Stunde Folge, da habe ich einen guten Vorrat von. Und aktuell läuft halt jeden Tag im Guten Morgen Stream Conan. Na, Guten Morgen Stream, wenn ihr Lust habt. Jeden Tag von 8 bis 10 einen Guten Morgen Stream. Ich weiß nicht, sieht man das überhaupt? Es ist so früh, ich war gerade eben noch duschen. Der Bart ist noch nass. Ich glaube, das sieht man nicht. So, du laufender Mülleimer. Na, du fährst ja. Ach Gott. Kann mein Morgen nicht gut werden. Erstmal einen Kaffee.
You made it back in one piece. How unexpected. You are more resourceful than I thought. Naja. Hand it over and we can see what data Dr. Tully backed up upon it. Processing. Processing. Was? Dieser Typ. This is the Hedge Super Chip. Ach nee. I forgot to mention the nasty spider ja. Before I sent you up there. I hope they were not too much trouble. Haha. I am feeling much more like myself. Take it from me. There's nothing quite like a reverse lobotomy. Thank you. Now, what is it you were wanting to know? Oh yes. Höchstwahrscheinlich in den anderen Laboren, was der Monitor da vorne zeigt. Genau. Also ich glaube, das Liebste ist mir wirklich das Ameisenlabor. So, vom Hören. Ne? Also Hecke waren jetzt Spinnen, das ist überhaupt nicht gut. Teichlabor hat bestimmt was mit Schwimmen zu tun. Und unter Wasser, Fische, ja, könnten groß sein. Nebellabor, keine Ahnung. Aber Ameisen, die kenne ich. And you have already made it through the hedge. So now on to the others. I will mark the locations of the super chips in those labs. Chips. Please find them and return to me so we can figure out how to repair the spacer. Dieser Regenbogenschnauzer. Irgendwie eine hypnotisierende Wirkung. Oh, before you leave, check out the new recipes in the ASL Terminal Science Shop. Ah. That could be helpful for some of the tougher challenges. Ask away, my friend. Which lab would you like to discuss? After the Oak Lab, the Hedge Lab was the next to be constructed. After our encounters with the arachnids of the hedge, Dr. Tully's curiosity. Okay, du gibst mir jetzt das. Ja, okay, gut. Dann nee, lass mal. Ich kann das gerade alles nicht verarbeiten. Es ist noch zu früh. Der ASL-Turm. Würgelaufgaben. Kenn ich das schon? Stimmt, ja doch. Aufträge des Tages wird noch 20 abgeschlossene Lehrlingsaufgaben freigeschaltet. Du kannst mal ruhig seine Händen jetzt. Okay, es wird aber nicht angezeigt, was man dafür machen muss. Ja, ich denke mal einfach spielen, ne? Überleben, bauen, töten. Das sollte ja kein Problem sein. So, was hat denn der Laden? Jetzt geht's aber los hier. Die Seilrutsche. Leiter, Kochbuch Hacker, Bieneneintopf, gut Genährtspeise, Sturzresistenz, Eissporen, Mutation um Sturzschäden zu reduzieren, ein Schilderset, Fackelverbesserung, okay, das ist jetzt die Seilrutsche, würde ich sagen. Nehmen wir noch die Leitern mit. Ja. Der macht doch schon wieder alles kaputt hier. Ich gehe. Ich flüchte, bevor noch alles explodiert. So. Seilrutschen Ankerpunkt Wand. Ah. Also. Da kommt eine Spinne. Was ist denn das für ein Morgen hier? Das ist nicht gut. Bin ich aber wach. Ist sie jetzt weg? Aber eigentlich. Das ist doch perfekt hier. Hä? Kriegt die das hin? Wie?
cheatet voll. Aber seht ihr, dass er stolz auf mich, wie ich gegen diese Spinne kämpfe? Hä? Die würde mich umhauen. Die ist zu stark für mich. Denke ich mal. Willst du weg? Ja, okay, dann halt nicht. Boah, kann ich jetzt auch gut drauf verzichten? Also muss ich jetzt nicht haben. Norm? Ach, da hinten sitzen solche dicken... Boah. Ich weigere mich aber auch, diesen Modus zu benutzen, ne? Weil irgendwie gehört es ja zum Spiel dazu. Norm? Es verwandelt dieses Survival-Spiel dann doch relativ gut in Survival-Horror für mich. Ja, wer weiß, irgendwann, bestimmt irgendwann, dann werde ich hier der Spinnenator. Ich werde sie alle fertig machen. Keine Angst mehr vor Spinnen. Aber es heißt Angst. Aber es ist halt... Ekel eher. Ja. Ja, ist so eine Mischung von beiden. Zumindest hier, weil hier ist ja alles so groß. Na, also... Na gut, wenn im echten Leben so eine... Ach, wie hießen die denn nochmal? War das Australien? Diese australischen Spinnen, diese riesengroßen. Boah, da, also da bin ich auch weg. Oh, das ist nein. Aber. Ja, Vogelspinnen müssen jetzt auch nicht sein. Es ist zu groß. Was ganz nett ist, ein Gangor. Die sind super. Die sind nicht zu groß, nicht zu klein. Also, na gut, zu klein können sie eh nicht sein. Also, je kleiner, desto besser, aber naja. Ist halt so. Habe ich mich gerade. Ja, müsste funktioniert haben. Ah, oh, es ist noch früh am Morgen, wirklich für mich. Das ist. Ich nehme das Ganze jetzt hier noch vor dem guten Morgenstream auf. Jeden Tag von 8 bis 10 Uhr. Erstmal Eigenwerbung machen. Bräuchte mal etwas zu essen. Ach, es ist so ein schönes Spiel. Also mir fällt immer wieder auf, wie viel schöne Survival-Spiele wir aktuell haben. Also, ja, aktuell haben, / hatten. Ja, es ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Bekommt meines Wissensstands nach bald, ich glaube im April sogar schon, also jetzt, sein finales Update. Was schade ist. Aber vielleicht ebnet es ja den Weg für ein Grounded 2. Da würde ich mich sehr freuen. Aber wir haben aktuell so viele gute Survival-Spiele zur Auswahl. Unabhängig davon, ob man sie jetzt schon gespielt hat, wie alt sie sind. Aber ich meine, der Allzeit-Klassiker Minecraft, wann ist der rausgekommen? Wird immer noch bisschen so ähnliche gezockt von manchen Leuten. Ist immer noch sehr populär. Dann hätten wir zum Beispiel Grounded. Conan Exiles. Also die Musik von Conan, die ist... Oh. Oh. Es schaffen nicht viele Spiele bei mir. Aber Conan schafft es wirklich, die Musik so zu hinzukriegen. Ich liebe sie einfach. Alles. Von der Titelbildschirmmusik bis ach, wenn es bloß eine Kampfmusik ist, es ist alles, es passt. Es ist stimmig. Dann hätten wir noch Valheim zum Beispiel. Habe ich persönlich nicht viel gespielt. Ich glaube, einmal bis zum ersten Boss. Also nicht lange.
Steht aber noch auf meiner Liste. Muss ich nochmal machen. Aber man hat ja nur Gutes gehört eigentlich. Und bis zum ersten Boss war es jetzt auch eigentlich ganz gut. Jetzt überlege ich gerade noch. Ich könnte ja meine Steam-Liste aufmachen, aber dann seht ihr die Steam-Liste und nicht mehr das Spiel. Was war's denn noch? Na, wenn es einem gefällt, ein Seven Days to Die zum Beispiel. Das ewige Alpha-Spiel. Wobei, Beta-Spiel. Early Access. Irgendwie so. Ewigkeit draußen, aber hatte bis jetzt, glaube ich, noch nie ein Full Release. Oder? Doch, das müsste Seven Days gewesen sein. Wenn man will, bockschwer, aber auch echt gut. Dann würde mir noch spontan Icarus einfallen. Das habe ich letztens im Stream gestartet. Also mal angespielt. Aber leider habe ich vergessen, eine Aufnahme zu machen. Ich habe es auch verschwitzt, mir das runterzuladen, das VOD. Blöd. Dann habe ich überlegt, lade ich dann irgendwie mittendrin was hoch, aber es war dann auch nicht wirklich was, weil müsste ich irgendwie eine Einleitung hinkriegen, das erklären und ihr würdet mittendrin starten, keine Ahnung. Vielleicht kommt da mal irgendwie was, aber geplant ist da gerade noch nichts. Was fällt mir denn gerade noch ein? Das haben wir, das haben wir. Smallland, also ein Verwandter von Grounded, habe ich eigentlich auch nur Gutes gehört. Selbst 10 Minuten gespielt. Vielleicht 15. Das wird auf jeden Fall auch ganz gut sein. Ich überlege gerade, wartet mal kurz. Ich gehe mal kurz auf mein Steam-Profil. Ich hab doch hier. Mach es mal ganz fix. Geh mal weg. Das ist eine kleine Liste. Ark. Ark war's noch. Nightingale, Payloads, State of Decay, V-Rising. Okay. Dann. Ark. Habe ich keine wirkliche Berührung zu. Ich habe diesen kompletten Hype damals vollständig übersprungen. Also. Das Grundprinzip ist mir bewusst. Aber ich wurde mit Ark nie warm. Es war irgendwie nicht meins. Ich meine, ich glaube, mich hat am meisten dieses Hightech-Zeug am Ende gestört. Wäre das alles irgendwie so in dieser primitiven, beziehungsweise vielleicht in so einer Art mittelalterliche Ära geendet. Also so mit Schwertern, Echsen, Bögen, Armbrust. Piu, piu. Ich glaube, dann würde mich das eher kriegen, aber dieses Zukunfts-Hightech-Zeug am Ende, ich glaube, das killt das Spiel für mich irgendwie. Weiß nicht. Pale World. Weiß ich gerade nicht. Ist das ein Survival-Spiel? Wobei ja, eigentlich. Oh. Gott, wir haben das so viel gespielt, ne? Also ich zusammen mit meiner Freundin. Das ist eins der Spiele, was auch sie mal gespielt hat. Ha! Ich glaube, man musste essen und trinken, aber ich kann mich da gerade täuschen. Ist auf jeden Fall eigentlich auch ein grundsolide gutes Spiel. Könnte noch hier und da ein paar Updates gebrauchen. Aber ja. V-Rising. Also V. Rising. Was ein Name. Habe ich mal angetestet im Stream. Für 2 Stunden. Also einen guten Morgen-Stream. Schwierig. Sehr schwierig. Prinzipiell finde ich die Mechanik ganz nett, dass man am Tag aufpassen muss, wegen Sonne. Und dass man seine Skills
beziehungsweise Fähigkeiten durch Bosse bekommt. Finde ich ganz gut eigentlich. Kampfsystem. Grundsolide gut. Nichts Spannendes, aber auch nichts allzu Langweiliges. Das passt schon. Was wirklich ein Highlight war, ist das Basenbauen. Was ich mir schwierig vorgestellt habe, weil das eine, jetzt habe ich vergessen, wie die Ansicht heißt, wie bei Diablo, dieses von oben oder Path of Exile etc. Last Epoch. Epoch? Ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Diese von oben Ansicht hat. So schräg. Aber dort kann man auch die Kamera ein bisschen drehen, das ist ganz nett, aber trotzdem hat man immer noch diese Perspektive. Aber das Bauen funktioniert erstaunlich gut. War ich sehr begeistert von. Das war echt. Hat mir gut gefallen. Ich glaube, da muss ich mal wieder reingucken. Vielleicht nehme ich es auch auf. Mal sehen. Und. Eins hat man noch, ne? Ich sehe gerade, die Zeit ist vorbei, aber wir sind gerade so im. Ich bin gerade so im Flow. State of Decay 2. Also wenn es kein Survival-Spiel wäre, laut Steam-Beschreibung wäre es nicht in meiner Liste, denke ich mal. Aber es ist safe ein Survival-Spiel. Ich warte sehnlichst auf den dritten Teil. Teil 2 war... Teil 1 habe ich geskippt. Ach, wir holen noch ein paar Ressourcen in der Zeit. Teil 2 habe ich dann gezockt. Es ist... Also wer auf Survival... Zombie-Spiele steht. Ich würde sagen, in Third Person, aber nicht in dem Stile von. Das hat schon eher eine gemütliche Geschwindigkeit. Also es ist jetzt nicht so schnell wie in Seven Days to Die. Also da muss man schon gerade in den höheren Schwierigkeitsgraden bedacht vorgehen. Weil da ist alles gegen einen. Jetzt kommt die Glühwürmchen. Okay. Gerade. Entschuldigung. Oh, es ist noch früh. Die Kameraden. Also die Leute, die dazukommen zu der Gemeinschaft. Die können einen hintergehen. Oder für Chaos stiften, sorgen und. Sachen kaputt machen, abhauen, Leute umbringen. Richtig, zumindest, ja. Die können für Stress sorgen. Und deswegen natürlich auch die Moral der anderen. Das Spiel baut ganz stark auf das Gemeinschaftsgefühl auf. Und da gibt es Sachen wie, keine Ahnung, hat zu wenig gegessen, dafür kriegt er jetzt einen Malus. Also die Gemeinschaft durch die Person. Wenn ich jetzt mich noch richtig erinnere. Oder, keine Ahnung, es gab einen nächtlichen Überfall von Zombies. Das sorgt dann dafür, dass die Leute vielleicht noch Angst haben. Das war schon ganz gut. Auch das Looten. Da müsste ich eigentlich mal wieder reingucken. Ja, so viele Sachen und zu wenig Zeit einfach. Und ich würde sagen, ich würde euch jetzt mal entlassen. Wir sind jetzt bei knappen 24 Minuten. Ich würde meine Stimme noch etwas schonen. Erstmal wach werden. Für einen guten Morgenstream gleich. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. In dieser etwas anderen Folge. Ja, ein bisschen was haben wir ja gemacht. Wenn ihr Lust habt, lasst doch ein Like und ein Abo da. Freiwillig, kostenlos, wenn ihr wollt. Und ihr könnt ja auch gerne mal bei dem guten Morgenstream vorbeischauen. Jeden Tag von 8 bis 10. Aktuell ist es Conan Exiles. Aber wir haben auch schon Icarus gespielt. V-Rising. Ab und an mal in ein Survivor-like reingeguckt. Es ist eigentlich bunt gemischt, aber es dreht sich meistens um Survival bzw. Survivor-likes. Genau, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Tag noch. Ne?
Also, wenn ihr es jetzt abends guckt, dann ist natürlich blöd. Dann ist der Tag ja fast gelaufen. Guti, also bis später. Nächstes Mal. Mein Gott, was rede ich denn? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.